Moin ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das kleine Ei hier, und zwar um das Grillen mit dem Keramikgrill. Welche Fehler sollte man vermeiden? Viel Spaß! Ja, der liebe Hannes ist heute leider gesundheitlich bedingt verhindert. Deswegen übernehme ich heute mal den Klugscheißer-Modus, aber der liebe Hannes hat uns natürlich auch ein paar Hinweise gegeben, die wir an dieser Stelle gerne mit aufnehmen möchten. Genau. So sieht es nämlich aus. Er hat uns nämlich gesagt, Jungs, da gibt es ein paar Sachen, die müssen beachtet werden. Und wir haben gesagt, okay, das bringen wir euch jetzt rüber. Also wenn da falsche Informationen bei sind, ist alles weder Julian Hannes schuld noch ich, sondern es ist Hannes. Genau. Das ist Zweifel, schön. Liebe Grüße, Hannes. Genau. Ja. Nein, aber jetzt wollen wir ja mal Butter bei der Fische, ne? Also mal hier zum Thema zurückkommen. Fangen wir an mit dem ersten Fehler, der beim Keramikgrillen oft gemacht wird. Und zwar wird der falsche Brennstoff benutzt. Wir empfehlen jederzeit Holzkohle, also reine Holzkohle zu verwenden und keine Briketts. Weil Briketts durch die Paraffine und ähnliches, was enthalten ist, immer weiße Ablagerungen in dem Keramikgrill verursachen. Und mit der Holzkohle erreichen wir auch ganz andere Temperaturen, die wir natürlich dann in dem Keramikgrill auch haben möchten. Genau. Also das Gerät ist tatsächlich darauf ausgelegt, mit Holzkohle zu funktionieren. Das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt. Ich glaube, wir haben es auch schon mal auf einem Event gesehen, dass jemand anfing, das Ding mit Briketts zu füllen. Das geht theoretisch auch, aber ist dafür eigentlich nicht so gut geeignet. Also so eine Sache vielleicht für euch zu wissen, wenn ich den mit der Anschaffung liebäugle, dann wisst auch, dass ihr damit Holzkohle nutzen solltet. War es zu kompliziert oder war es okay? Nö, das war gut, aber ich habe statt Paraffine, meine ich natürlich Bindemittel, die in den Briketts verbunden sind. Der Hannes jetzt eingehakt. Ja, ist. Hannes hätte da jetzt erstmal noch die chemische Struktur der Briketts euch erklärt. Ich verzichte da drauf. Nein, aber es sind natürlich die Bindemittel, die in den Briketts enthalten sind und dann so einen weißen Schleier im Grill erzeugen. Und den wollen wir natürlich vermeiden. Genau. Eine weitere Sache, die wir natürlich vermeiden wollen, ist das Thema Sauberkeit des Grills, wenn die nämlich nicht gegeben ist. Dann kann das manchmal Probleme machen. Haben wir tatsächlich auch schon erlebt. Und zwar, wir haben den extra hier reingestellt, um so ein bisschen veranschaulichen zu können, wo man hier gucken muss. Und ich stelle jetzt gerade fest, dass die Kamera so eingestellt ist, dass man den unteren Teil nicht mehr sieht. Heb mal kurz mit an. Oh Gott. Also, da sieht man es noch. Unten ist so eine Öffnung. Könnt ihr die sehen? Da. Und da... Jetzt brauchen wir noch einen dritten Arm. Genau. Da ist quasi die Ascheöffnung von dem Grill. Und da gibt es einen Haken für, mit dem man da reinhaken kann und die ganze Asche rauszieht. Und auch genauso hier in dem Korpus drinnen unten kann man auch drinnen, ist ja eigentlich schon sauber. Da ist es halt auch so, die ganze Asche, die drin aufkommt, fegt man am besten zusammen und dann unten mit einer kleinen Hake raus. Wenn man das nämlich nicht macht, kann es passieren, dass die Öffnungen drin ein wenig verstopfen mit der Asche, quasi verkleben. Und dann zirkuliert die Luft nicht mehr richtig. Er wird sozusagen nicht richtig, ich sag mal, durchlüftet. Und dann kommt ihr nicht auf Temperatur. Ich hatte das vor kurzem gehabt, da habe ich das Ganze eingeregelt für ein Video, habe unten vergessen, die Sachen rauszuhaken und wundere mich, warum ich eine halbe Stunde warte und der Grill wird irgendwie nicht richtig heiß. Ja, dann einmal die Kohle rausgenommen, alles nochmal neu gemacht und dann lief der wie ein Uhrwerk. Das sollte man also vor jedem Gang, den man damit tätigt, einmal machen, den Grill vernünftig reinigen und dafür sorgen, dass alle Öffnungen und Ventile unten frei sind von verbrannter Holzkohle, von den Resten. Gut, ne? Ja. Also war jetzt hast du Punkt 3 im Kopf? Ja, und ja, du hast nämlich, um Fehler Nummer 3 jetzt zu beleuchten, etwas gemacht, was man nur machen sollte, wenn der Grill kalt ist, und zwar den Grill so aufreißen. Das ist nämlich tatsächlich ein Fehler, der nicht nur oft gemacht wird, sondern der vor allem auch sehr gefährlich werden kann. Denn hier ist ein gewisser Unterdruck in der ganzen Geschichte und wenn jetzt hier schnell Luft reinkommt, kann es immer zu Stichflammen führen. Also sprich, im besten Fall sind nur die Augenbrauen weg, im schlechtesten Fall führt es wirklich zu schwierigen Verbrennungen. Ja. Und auch da das Gerät selber aus Keramik besteht, die Keramik speichert die Hitze ganz anders, als es zum Beispiel Blech oder ähnliches macht, ist das Gerät sehr heiß, sodass stets feuerfeste Handschuhe verwendet werden sollten, auch wenn ihr das Grillgut innen drin wendet oder irgendwas einstellt. Weil das ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, aber insbesondere das Öffnen des Grills sollte jederzeit nur so gemacht werden, dass er ganz leicht angelupft wird. Und dann erst aufgemacht wird. Genau, dass erstmal frische Luft einziehen kann, weil sonst gibt es diesen... Alles ist dreckig. Ich glaube, wir machen nicht mehr so viel auf. Ich glaube, man nennt das Ganze Blowback-Effekt. Auf jeden Fall selber auch schon erlebt, so hektisch gewesen, aufgerissen, waren die ganze Stirn hier vorne verbrannt. Da habe ich in dem Fall noch Glück gehabt, aber es kann auch mal böse enden.
Genauso auch das Thema hier oben, den Deckel, den kann man halt auch komplett öffnen. Und wenn der dann richtig heizt, dann kann es teilweise vorkommen, dass hier oben schon die Flammen leicht rausschlagen. Natürlich nie den Fehler machen und von oben reingucken, um zu schauen, wie weit da irgendwas ist. Das ist alles wirklich super gefährlich, weil diese Geräte werden nun mal verdammt heiß, wenn man sie mit Holzkohle betreibt. Da sind wir im Temperaturbereich jenseits der 400 Grad. Und deswegen nicht einfach aufreißen, sondern bedacht an die Sache herangehen. Also es ist eigentlich nichts anderes als bei jedem anderen Grill, bei dem Feuer und Hitze entstehen. Man muss immer eine gewisse Vorsicht walten lassen, um mit diesem Grill entsprechend umzugehen. Und dann ist das Ganze natürlich auch gar kein Problem. Aber wir geben euch das trotzdem mit, weil die Erfahrung, die Augenbrauen oder gar Haare zu verlieren, im besten Falle, müsst ihr jetzt ja nicht unbedingt machen. So sieht's aus. Aber genau da anschließend können wir Fehler Nummer 4 machen. Ja. Nämlich, wenn wir das Gerät schon aufhaben, kommt natürlich immer wieder neuer Sauerstoff rein. Und das Gerät wird dann dadurch wieder deutlich heißer, weil wir hatten das natürlich auf eine bestimmte Temperatur für unsere Ribs, Pulled Pork oder ähnliches eingestellt. Und wenn wir das Gerät natürlich jetzt lange aufhaben, zieht wieder mehr Sauerstoff rein, die Kohle wird neu entzündet, die Glut wird entfacht und das ganze Gerät wird wieder wärmer. Deswegen empfehlen wir an der Stelle, die Ribs oder Pulled Pork, wenn wir das zum Beispiel glasieren möchten, rauszunehmen, den Monolith, Big Green Egg und wie sie alle heißen, entsprechend zuzumachen, draußen zu glasieren und dann erst wieder reinlegen. Also nicht, wie wir es auf dem Gasgrill oder ähnliches machen, auf dem Grill selber glasieren, sondern den dann kurz wieder zumachen, aufmachen. Es war ein Schritt mehr, aber am Ende habt ihr davon deutlich mehr, da nämlich die Temperatur beibehalten wird im Grill. Genau, das ist mir immer so ein Thema. Wenn man den wirklich aufreißt und dort richtig Sauerstoff zugeführt wird, dann fackelt der auch richtig an und von daher macht es schon immer Sinn, wie Corby gerade schon sagt, kurz öffnen, kurz irgendwas erledigen, den Deckel schnell wieder schließen, weil die Keramik speichert die Hitze auch enorm und dementsprechend, wenn der erstmal richtig hochgeheizt ist, ist es halt auch relativ schwer, ihn wieder runterzubekommen. Wenn der einmal voll durchzieht und wirklich hier auf Anschlag läuft, dann muss man schon fast drüber nachdenken, ob man eventuell die Kohle mit einer Schaufel, einer feuerfesten Schaufel rausnimmt, wenn man ihn unbedingt nochmal irgendwie braucht, um irgendwas runterziehen zu lassen. Deswegen kurzer Arbeitsschritt öffnen, Sachen rausnehmen, glasieren, wieder reintun, dann kann nicht viel passieren. Sollte man übrigens auch beachten, wenn man räuchern möchte mit diesen Geräten. Hier vorne gibt es jetzt eine Klappe, die kann ich aufmachen und zuführen, das ist gar kein Problem. Es gibt aber auch Geräte, wo die Klappe nicht vorhanden ist, wo man alles auseinanderbauen muss. Das sollte man also am Anfang genau bedenken. Denn wenn man das mittendrin nochmal macht und alles auseinanderbaut, dann ist auf jeden Fall danach deutlich höhere Temperatur im Grill, als es eigentlich der Fall sein sollte. Richtig? Hast du noch was zu ergänzen? Ich überlege gerade. Ja, wir hätten tatsächlich noch zu ergänzen, dass man noch eine Abtropfschale einbauen könnte, beziehungsweise sehr wichtig, eine Auffangschale, die man mit Sand oder Wasser füllen kann, um das ganze Fett entsprechend aufzufangen, damit das nicht auf den Deflektorstein tropft, da Fett festbrennt und dadurch auch teilweise unangenehme Gerüche und Geschmack abgibt. Deswegen nutzen wir das tatsächlich häufig mit einer Sandschale, die diese ganzen Fette, Soßenreste etc. auffangen, damit die da nicht verbrennen. Genau. Und die stellen wir im Prinzip auf den Deflektorstein. Der ist jetzt in dem Grill drin. Ich probiere gleich mal euch da ein Bild einzublenden von einem alten Video, wo man das sehen kann. Da ist im Prinzip einfach noch eine Keramikplatte drin, die den Grill im Prinzip komplett als indirekte Fläche umbaut, umfunktioniert. Und auf diesen Deflektor kommt dann eben diese Abtropfschale und im besten Fall vielleicht gefüllt mit Sand oder ähnlichem, dass sie nicht gleich sofort verbrennt und am besten sogar noch entkoppelt. Das heißt also, man nimmt so ein bisschen Alufolie, kügelt die sich zusammen, legt die unter die Abtropfschale, damit die so ein Stück weit entkoppelt wird von dem Deflektorstein und dann geht er auf Nummer sicher und dann kann da auch nichts verbrennen und keine unangenehmen Gerüche entstehen. Wenn man zum Beispiel so Chicken Wings macht, ich weiß das noch, und alles tropft auf den Deflektor und es wird richtig heiß, dann riecht und schmeckt man das am Ende auch. Und deswegen am besten immer so ein bisschen die Tropfschale unterpacken und die eben auch entkoppeln, dann kann da gar nichts passieren. Und man freut sich, weil man muss weniger putzen. Ja. Das ist mir auch mal ein Riesending. Aber in erster Linie wird das Grillgut dann lecker, weil ich kann mich erinnern, das war die ekelhaftesten Chicken Wings, die wir je hatten. Ja, die haben alles voll. Und wir haben uns gewundert, ist das Ding abgelaufen oder was ist hier los? Aber nein, es war der Deflektorstein. Die falsche Bedienung unsererseits, das kann man mal festhalten. Dann gibt es noch einen Punkt, das ist eigentlich der Fehler Nummer 5. Den haben wir auch schon mal beleuchtet, als wir über das Thema Kugelgrill gesprochen haben. Ich gucke nur, ob Hannes noch irgendwas Wichtiges aufgeschrieben hat. Ja, machen wir weiter. Und da geht es eigentlich darum, und zwar die Geduld ist bei diesem Gerät auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das Gerät nämlich einregelt, dann müsst ihr darauf achten, dass das auch teilweise sehr lange dauern kann, bis ihr eine richtige Temperatur habt. Ihr regelt auch hier oben über das Deckelventil ein. Das kann man einfach ganz normal verstellen. Und hier unten, das hatten wir euch ja vorhin schon mal gezeigt, ich kann es von mir jetzt nochmal hochheben, da ist dieses Teil ja dran, wie ihr seht, da dieses Silberne da unten.
Lüftungsregler, den kann ich halt auf- und zuschieben. Und wenn ich den entsprechend unten geöffnet habe, dann kann die Luft zirkulieren, von unten durchziehen und tritt hier oben wieder aus. Und hier oben regle ich dann im Prinzip Temperatur richtig ein. Da wir aber hier Keramik haben und die Keramik etwas länger braucht, bis sie aufheizt und danach aber sehr ergiebig die Hitze speichert, muss man eben auch ein bisschen mehr Geduld haben. Das ist beim Kugelgrill nicht anders, wenn man Pulled Pork machen will und Minienring legt, muss man auch viel Geduld haben, bis der sich einregelt. Aber hier kann das teilweise auch bis zu einer Stunde dauern, bis der richtig vernünftig läuft. Wenn er aber läuft, dann richtig konstant, dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Und mit ein bisschen Übung ist das eigentlich auch relativ schnell gemacht, finde ich, dass der von Anfang an schnell eingeregelt ist. Definitiv. Das war's, würde ich sagen. Ja, das waren eigentlich die wichtigsten Punkte, die wir zu dem Thema zum Thema Keramikgrill sagen wollten, also die Fehler, die man vermeiden sollte. Und wenn man das alles so ein bisschen im Hinterkopf hat, hat man auf jeden Fall extrem viel Spaß mit dem Gerät, weil es einfach ein absolut geiler Allrounder ist, der sowohl direkt als auch indirekt Spaß macht. Ein paar Kleinigkeiten, die zu beachten sind, und dann geht er los. Also erfordert ein bisschen Übung. Die Übung ist aber auch gerade das Spannende, finde ich, bei den Geräten. Man kann jetzt auch dieses Gerät, wie wir es jetzt hier haben, noch gut mitnehmen. Der ist jetzt noch nicht so schwer. Der große Bruder ist so schwer, den kann man nicht mehr mitnehmen. Aber den hätten wir auch nicht mehr hochheben können. Aber man kann halt aus dem Teil eine richtige Outdoor-Küche machen. Ganz viele verschiedene Funktionen. Da wird auch im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen was zu kommen. Aber da die Fragen sich bei uns gehäuft haben und wir natürlich auch einen Keramikgrill-Ratgeber geschrieben haben auf unserem Blog. Auf den wollte ich nämlich auch noch raus. Ehrlich? Ja. Weil sag mal die Adresse. www. Oh Gott, www.sizzlebrothers.de, da hat Hannes nämlich alles Mögliche zum Thema Keramikgrill zusammengeschrieben. An der Stelle nochmal, deabonniert Klaus Grill, wenn wir schon angesprochen haben. Schöne Grüße. Herzliche Grüße an Klaus. Sehr, sehr geil. Nein, aber da hat Hannes alles Wichtige zum Thema Keramikgrill nochmal zusammengeschrieben. Falls ihr nämlich mit dem Gedanken spielt, euch einen Keramikgrill zu kaufen, dort findet ihr alle Informationen. So sieht es nämlich aus. Gut, wenn noch andere Fragen aufgekommen sind, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Interessiert mich ja auch immer, dann können wir die nochmal an anderer Stelle vielleicht aufgreifen. Und auch wenn wir hier heute ein lustiges Zusammensitzen hatten, würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr da ein paar Informationen mitziehen konntet. Und wir wünschen euch natürlich einen ganz schönen Abend und hoffen, dass unser Hansi bald wieder da ist. Also ich habe ihn heute auch noch gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Also ich habe ganz vergessen, wie er aussieht. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.